Und jetzt, liebes Publikum, wünsche ich Ihnen eine schöne Veranstaltung mit Franco Supino, Marcel Cruzivis am Sopransaxophon und Basso Salerno am Akkordeon. Viel Vergnügen! Um den Besuch abzuschließen, schaute ich auf die Uhr und sagte zu Zio Federico, ich muss, mein Schneider erwartet mich. Ich hatte nach einem Vorwand gesucht, der meine vielen Reisen nach Neapel rechtfertigte und hatte ihn in der Person des Meisterschneiders Gennaro Ippolito gefunden. Herrenschneiderei ist in Neapel ein tief verwurzeltes Handwerk. Gearbeitet wird ausschließlich mit Schere, Nadel und Faden. Es gibt keine Reißverschlüsse, die Knöpfe sind an für Laien undenkbaren Stellen angebracht, damit das Kleidungsstück optimal sitzt. Zum Einsatz kommt ausschließlich feinstes, meist in kleinen Webereien gefertigtes Tuch. Mittlerweile arbeiten fast ausschließlich alte Männer in diesen engen Ateliers. Eine Zigarette im Mundwinkel beugen sie sich 10 Stunden am Tag im künstlichen Licht über die Stoffe. Seit sie 8 oder 10 Jahre alt sind, also seit über 60 Jahren, ist das ihr Leben. Und ich hege keinen Zweifel an Maestro Gennaro Ippolitos Prognose. Dieses Handwerk wird, wenn seine Generation nicht mehr arbeiten kann, aussterben. Wenn man sich so einen Anzug von Maestro Ippolito schneiden lassen will, muss man zur Wahl des Stoffes und später zur ersten Anprobe anreisen. Die zweite Anprobe ist nach dem Grobschnitt fällig, schließlich die dritte Anprobe, um die letzten Details anzupassen, bevor der Anzug vom Meister persönlich vollendet wird. Zuletzt muss man ihn nur noch abholen. Das heißt, 4 bis 5 Mal musste ich nach Neapel reisen für einen einzigen Anzug. Und bei einem konnte ich es angesichts der aussterbenden Kunst selbstverständlich nicht belassen. Wenn ich mir ein weiteres Kleidungsstück machen ließ, egal was, musste ich wieder 4-mal hin, weil selbstverständlich jeder Stoff anders fällt. Wer als Schneidermeister etwas auf sich hält, nimmt für jedes Stück neu Maß. Jede Jahreszeit hat in Neapel ihre Vorzüge, außer vielleicht der Hochsommer. Am schönsten ist es im Winter und am allerschönsten im Februar. Es ist die Zeit, in der die frische Luft die Landschaft in die klarsten Farben tunkt. Die Stadt wirkt kernig und ausgeschlafen, das Gelb und Ocker der Palazzi warm und nicht staubig wie im Sommer. Die Wolken am Vesuv und über dem Golf haben Kanten und changieren zwischen Tiefweiß, Napoli-Blau und Grauschwarz. Nicht wie im Sommer, wenn der Dunst Himmel und Meer verschmiert. Als Bewohner des Nordens schätze ich wie eine Eidechse nach Monaten von Frost, früher Dunkelheit und Nebel die südliche Februarsonne, stark wie bei uns die Sonne im Mai. So manches blüht in der Steinwüste der Stadt früher als auf dem Lande. Die Rasen- und Blumenbeete in den Parks gedeihen in diesen Wochen wie nie mehr im Jahresverlauf.
Orangen- und Zitronenbäume haben zu dieser Jahreszeit ihre festen, tiefgrünen Blätter. Endlich sind die Neapolitanerinnen und Neapolitaner wieder gerne draußen und auch ich bin unterwegs. Buonasera, Signori. Ich suche die Familie Esposito, genauer gesagt Hinweise auf einen gewissen Antonio Esposito. Können Sie mir weiterhelfen? Mein Trumpf war, sagte ich mir, wenn ich Neapolitaner im Alter meines Vaters ansprach, dass ich die Sprache reden konnte, die ich zu Hause gelernt hatte. Ein Neapolitanisch der Nachkriegszeit, das außer den Alten keiner mehr benutzt. Die Männer schauten mich in die Sonne blinzelnd an. Esposito, sagte endlich einer. Wir sind alle Espositos. Im ganzen Rione gibt es nur Espositos. Sie lachten. Drei Alte saßen auf einer Parkbank. Ein vierter stand in Hörweite auf einen Stock gestützt. Der Alte links auf der Bank hielt ein Museumsstück von einem Transistorradio auf seinem Schoß. Er hatte die Antenne ausgezogen und drehte am Empfänger. Aus den Lautsprechern knisterte und quietschte es unangenehm. «Gibt es denn keine Spiele heute?», fragte er unzufrieden. «Ma giova, fammo favore, es ist Samstag, da gibt es keine Spiele.» Antonio Esposito, genannt Onirone, insistierte ich zu den beiden anderen gewandt. Er ist doch hier aufgewachsen, nicht? Onirone. Der Reihe nach wiederholten alle vier den Namen mit ihren unterschiedlich tiefen Stimmen, als ließe es sich dadurch vergegenwärtigen. Erst tags darauf bei Antonella verstand ich wirklich, was man hier mit diesem Namen verbindet. So etwas Ähnliches wie ganz Neapel mit dem Namen Maradona. Einer, der kommt und ein Wunder schafft. E come ce lo ricordiamo? Und wie wir uns an ihn erinnern? Lui era la speranza. Er war unsere große Hoffnung. Hoffnung? Fragte ich. Ja, schauen Sie sich doch im Rione um, was aus ihm geworden ist. Der Avocato, müssen Sie wissen, hielt große Stücke auf ihn. Ja, weil der Nirone hatte bewiesen, wozu er fähig ist. Peccato, magari lui. Schade, mit ihm wäre alles anders gekommen. Ach was, die jungen Espositos taugen nichts, keine von denen. Ja, aber der Nirone war anders, du weißt das. Und was ist aus Antonio geworden, fragte ich. Schweigen. Wenn wir das wüssten, sagte der in der Mitte mit dem knirschenden Gebiss. Immer wieder hat es geheißen, er kommt zurück, er organisiert die Familie neu. Es ist vorbei, glaub mir, der kommt nicht mehr zurück. Und der Avocato hat eh nichts mehr zu bestellen, seit er im Hochsicherheitsgefängnis von Parma steckt. Wie oft hat es das geheißen? Seit 40 Jahren, seit der Avocato im Gefängnis ist, heißt es, er könne nichts mehr bewirken. Und hat er nicht immer wieder für uns alle? Hat er? Sag mir, was hat er? Ach, du hast doch in deinem ganzen Leben noch nie etwas verstanden. Der Alte links auf der Bank scharrte mit dem Stock Furchen in den Sandboden, der rechts von ihm fletschte mit seinem Gebiss, der mit dem Radio begann wieder nach Sendern zu suchen und der etwas abseits stand und das letzte geredet hatte, schlurfte abwinkend in Richtung eines der Hauseingänge. «Wart ihr denn alle Mitglieder des Esposito-Clans?», fragte ich. Die für mich mutige Frage belustigte sie außerordentlich. «Magari, schön wär's», sagte der Erste, der sich wieder gesammelt hatte, noch immer grinsend. «Aber Antonio ist hier aufgewachsen. Wo genau?» «Da.» Der mit dem Stock zeigte in meinen Rücken. «Bei seiner Tante Rosetta la Cassiera.» «Rosetta die Kassiererin.» «Stimmt nicht.» unterbrach ihn der Nachbar. Als Kleinkind lebte er bei seiner Mutter, Donna Bernarda, die Pianistin. Dann sind sie nach Viviano ins Castello gezogen und erst dann, als die Mutter nach Deutschland ging, lebte Onirone bei seiner Tante. Pianistin, Klavierlehrerin war sie, unterrichtete die Kinder des Rione. Pianistin hin oder her, auf jeden Fall war sie nicht seine wirkliche Mutter, meldete sich der mit dem Transistorradio zu Wort. Stimmt, erinnert ihr euch an Donna Bernarda, eine Haut wie Elfenbein? Ich war ja mit wenig Hoffnung hergekommen und schien nun doch allerlei Interessantes über Antonio zu erfahren. Favorite un caffè? Darf ich Ihnen ein Kaffee holen?
fragte ich ziemlich euphorisiert. E poi, mi raccontate ancora un po'? Und dann erzählen Sie mir noch ein wenig. Es herrschte anhaltend gute Stimmung, seit Italien in Deutschland völlig überraschend Fußballweltmeister geworden war. Es schien also ein guter Moment für den ersten Auslandaufenthalt von Antonio und Massimo. Am Flughafen in Zürich, sie kamen sich vor wie Könige auf Reisen, wurden sie von Maurizio Solimbeni abgeholt, einem Neffen von Nonna Anna. Maurizio kümmerte sich um die Esposito-Finanzen in der Schweiz und lebte normalerweise in Lugano. Er sollte die beiden sicher zu Don Raffaele bringen. Antonio schien das nicht nötig. Er hoffte, seine Fremdsprachenkenntnisse, auf die er so stolz war, anwenden zu können und den darin unbedarften Massimo zu beeindrucken. Doch dann verschlug es ihm die Sprache, als er durch die Zollschranke ins Flughafengebäude schritt. Die Halle wirkte wie ein ultramoderner Supermarkt, voll klimatisiert, lichtdurchflutet und ausgeklügelt beschallt. Die Leute rannten in alle Richtungen davon, als sei eben ein Bombenalarm ausgelöst worden. Antonio wollte sich schon vorsichtshalber auf den blitzblanken Steinboden werfen, der sauberer war als die Restauranttische bei ihnen im Rione. Maurizio hielt ihn fest. Keine Panik, die Leute in Zürich rennen immer so herum. In diesem Stil ging es weiter. Maurizio sagte, da die Rolltreppe runter, geht's zum Bahnhof. Sie sollten also im Ernst in eine Eisenbahn steigen? In der Schweiz, klärte Maurizio sie auf, würden selbst Minister Eisenbahn fahren. Die Züge seien edel und sauber und genauso pünktlich wie die Uhren. Ihr Ziel sei ein Ort, den Maurizio Campo delle Donne nannte. Was für ein Namen! In Neapel gab es Weizen- und Tomatenfelder, aber was durften sie von einem Ort namens Frauenfeld erwarten? Der Name blieb leider das Schönste, wie Antonio bald feststellen musste.
Frauenfeld war wie ausgestorben und es sollte jeden Tag bei maximal 17 Grad regnen. Don Raffaele war Calabrese und schon seit vielen Jahren mit dem Avocado geschäftlich verbunden. Antonio nahm an, dass es sich bei diesen Geschäften um Geldwäscherei handelte. Don Raffaele lebte mit seiner gesamten Sippschaft, geschätzten 6 Familien, in 3 aneinandergebauten Mehrfamilienhäusern am Rande der Altstadt von Frauenfeld. Als Antonio und Massimo ankamen, waren nur Don Raffaele, seine Frau, Donna Giada, und eine alte Zia zu Hause. Der Rest der Sippschaft verbrachte noch die Sommerferien in Kalabrien. Ihm und seiner Frau sei es im Sommer im Heimatdorf zu heiß und an der Küste zu schwül, erklärte Don Raffaele. Massimo und Antonio durften ihr Gepäck in einer möblierten Wohnung deponieren. Maurizio, Solimbeni und Don Raffaele hatten noch Geschäftliches zu besprechen. Sie würden die Jungs später im Boccia Club treffen, 2 Häuser weiter. Dafür, dass Don Raffaele stinkreich sein musste, lebte er äußerst bescheiden. Alles sah nach Arbeiterwohnung aus, nach geringem Wohlstand, vom Munde abgespart und wohlverdient nach einem langen, beschwerlichen Arbeitsleben in der Migration. Don Raffaele hatte Kalabrien vor Jahrzehnten verlassen. Er war vom gleichen Schlag wie der Avocado. Auch er fühlte sich in erster Linie als Unternehmer. Offiziell hat er ein Fuhr- und Taxiunternehmen gegründet und erfolgreich geführt. Stundenlang versucht er, die beiden 16-Jährigen mit Anekdoten zu beeindrucken, die alle belegen sollten, warum die 'Ndrangheta die Camorra längst überflügelt habe. Die beiden hörten artig zu, während sie sich an diesen dicken, weißen Würsten erfreuten, die man hier offenbar bei jeder Gelegenheit auf den Grill warf und die beim Braten aufplatzten und eine knusprige braune Kruste bildeten. Die Schweiz, erzählte Don Raffaele, sei das anständigste Land der Welt. Deshalb sei er ja auch Schweizer geworden. Hier sind alle ehrlich und fleißig. Jeder vertraut jedem und alle sind gleich. Der Arbeiter und der Direktor, la Svizzera è un paese unico. Die Schweiz ist ein einmaliges Land. Der Staat zum Beispiel ist nicht dein Feind, du bist der Staat. Maurizio Solimbeni nickte und doppelte nach. Jede Parkbank, jede Unterführung gehört dir und es tut dir in der Seele weh, wenn jemand sie verschmiert. Wenn du einen Fetzen Papier auf dem Gehsteig siehst, hebst du ihn auf und wirfst ihn zu Hause in den Abfall. Auf Werbesäulen steht die Polizei, dein Freund und Helfer. Das war nun wirklich zu viel. Massimo fiel wie einem Hund, der nach Luft schnappte, ein Happen Wurst aus dem Mund. Steuern zahlen die Schweizer freiwillig. Jeder kann angeben, wie viel er im Jahr verdient. Und dann zahlt er. Kontrolliert werden die Unterlagen, die du einreichst, nicht. Die Behörden stellen keine Steuerkontrolleure ein. Das wäre reine Geldverschwendung. Hier sind alle so ehrlich. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Steuerbeamten, aber die Steuerbeamten kontrollieren nur, ob du nicht zu viel Steuern bezahlst. Falls du vergisst, einen Abzug zu machen, der dir zusteht, erstatten dir die Steuerbehörden das zu viel bezahlte Geld zurück. Mit Zinsen. Dazu komme, dass die Bewohner an Gemeindeversammlungen selbst bestimmten, wie viel Steuern der Staat bekommen soll. Die Schweizer zahlen also freiwillig Steuern, fragte Antonio, denn er spürte, dass Don Raffaele genau diese Frage gestellt haben wollte. Genau, mein Junge, und zwar mit Inbrunst, so wie die alten Frauen in Kalabrien zur Kirche gingen, als hinge ihr Seelenheil davon ab, sagte er lachend und fügte dann wieder ganz ernst hinzu, ich könnte nicht mehr in Italien leben. Zu viel Kriminalität, zu viel Unordnung, zu viel Verlogenheit. Thank you.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere al carcere OIME. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono Poggio Reale dal 53. Al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutti i giorni con quattro mamboni, briganti, calconi, qualcuno e lacchè. Tutti i giorni con sta fetenzia che sputa minacce e sapia con me. Alla fine mi assetto papà, mi sbottono, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Oh, che bello caffè, come un carcere sanno fa. Caricetta, caciccininella, compagno di cielo, c'è andata mamma. Che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Caricetta di ciccininella, compagno di cielo, preziosa mamma. Carceri d'oro, ma chi l'abbia vista chissà, che sti giovani fatti scendi perché sti fetendi si tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, ve lo giuro, sarebbe un usante, ma che dentro è stata pagata e là dalla fuori se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni è disoccupata, ha già fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, ma che sta dando potere al lavoro. Eminenza, vi bacio, vi imploro. Chi lo dorme con mamma e con me? Che crema d'arabia questo caffè. Oh, che bello caffè, pure in caccia non sanno fa. Caricetta, caciccininella, compagno di cielo, c'è andata mamma. Che bello caffè, pure in caccia non sanno fa. Caricetta, caciccininella, compagno di cielo, c'è andata mamma. Das Eis in meinem Glas war längst geschmolzen. Ich ließ es stehen und stieg über eine Außentreppe auf eine der unteren Aussichtsplattformen. Von hier überblickt man Baia, Bacoli, Capomiseno und die Inseln Nisida, Procida und Ischia. Die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu. Im Sommer scheint es vom ersten Dämmern bis zum vollständigen Sonnenuntergang ewig zu dauern. Die Halbinseln und Inseln rund um den Golf sind in einem Kreis angelegt. Sie sind nichts anderes als der Rand eines Vulkankraters, gefüllt mit Meer. Forscher der ETH Zürich zählen den Golf von Neapel zu den Supervulkanen und wollen in einer Studie festgestellt haben, dass dieser Krater sich zunehmend mit Magma füllt, was in einer gewaltigen Eruption kulminieren werde. Diese Eruption sei allerdings kaum in den nächsten 20.000 Jahren zu erwarten. Wissenschaftler des Osservatorio Vesuviano widersprechen und meinen, der Entgasungsdruck sei bald erreicht. Schlimmstenfalls löse der Ausbruch dieses Supervulkans einen Tsunami von über 100 Meter Höhe aus, der nicht nur die Küsten rund ums Mittelmeer zerstören, sondern auch weite Gebiete entlang der Rhone und die gesamte oberrheinische Tiefebene überschwemmen werde.
In diesem größeren Kontext wäre eine Explosion des Vesuvs, die auch jederzeit eintreffen könne, geradezu harmlos. Ich wandte mich wieder dem sichtbaren Vulkan zu, der in gelassener Anmut dahindämmerte, wie scheinbar alles hier. Es hatte mich berührt, als Vichy gestand, wie oft sie im Versteck der Paranza gemeinsam geweint hätten, als das mit Bellambriana geschah, oder an jenen Morgen, als sie Gigino wie einen zum Trocknen aufgehängten Schinken an einem Laternenpfahl am Ende der Via Giordano Bruno fanden, und erst recht, nachdem Massimo vor ihren Augen getötet worden war. Sie hätten da gesessen und geweint, bis es sie geschüttelt habe, sie, junge, kräftige Männer, Mitglieder einer der brutalsten Jugendbanden Neapels. Wenn du nicht weißt, was das alles soll und ob das Leben überhaupt irgendeinen Sinn hat, dann gibst du dich der Verzweiflung hin. Wir weinten uns aus, drückten und umarmten uns. Dann begannen wir zu fluchen, spuckten auf den Boden, verdammten die Baranos, die Mastranesi, unsere Rione, die Familie Esposito, den Avocato, unsere ganze Scheißexistenz. Und ein paar Minuten später ist dann auch wieder gut und das Leben geht weiter. An anderen Orten mögen die Menschen mit Katastrophen anders umgehen, weil sie am Monatsende ein Gehalt aufs Konto überwiesen bekommen, das sie ruhig und zuversichtlich leben lässt. Hier gibt es keine Sicherheit, nie. Es kommt bestenfalls weniger schlimm, als es kommen musste. Der Vesuv dampft, explodieren wird er erst morgen. Nur so lässt es sich hier leben. Ich stieg von der Aussichtsterrasse hinunter in den mit Kamelien bepflanzten Garten. Ich hoffte, vielleicht irgendwo Matteo zu entdecken. Ich wollte mich bedanken und mich auch verabschieden. Schnell musste ich jedoch feststellen, dass ich mich im Komplex des Villa Palace verirrt hatte. Ich machte mich also auf die Suche nach dem Ausgang und kam an einer Fensterfront vorbei, hinter der ich einen festlich geschmückten Saal sah. Vorne auf der Bühne im Scheinwerferlicht stand Bud Spencer. Es konnte natürlich nicht Bud Spencer sein, der war ja schon seit ein paar Jahren tot. Ich fasste mir ein Herz und ging hinein. Eine Frau kam mir entgegen, flüsterte. Sie war die Assistentin der Wedding Plannerin, verstand ich. Ich bat sie, bleiben zu dürfen. Ich sei ein Fan von Bud Spencer, ich würde keinen Mucks machen. Bud stimmte verschiedene Lieder an. Er sang Playback, schüttelte immer wieder den Kopf, rief der Frau am Mischpult zu, der Ton müsse besser abgestimmt werden. Sie beruhigte ihn, er klinge bestens. Bud fragte, ob er immer optimal im Licht stehe. Auch das Licht wurde über das Mischpult eingestellt. Das hingegen war etwas knifflig, weil im Hintergrund, während Bud Spencer sang, Prügelszenen aus seinen Filmen gezeigt wurden. Wie habe ich mich als Kind darüber amüsiert, zuzuschauen, wie die Bösen verdroschen werden, einer nach dem anderen, war ein Mordspaß. Bud, das arglose Instrument des Guten, das sich durch das Böse nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das Saallicht ging an, die Assistentin ermahnte Bud, der Schluss ist dem Brautpaar besonders wichtig. Könnten wir den noch mal machen? Du meinst die Rede? Ja, vor dem letzten Lied, wenn du... Alles klar, unterbrach Bud. Stille. Bud räusperte sich. Liebes Publikum, als waschechter Neapolitaner, der ich bin, habe ich zwei Lebensmotti. Das erste lautet, ich esse, also bin ich. Weil wir sind, was wir essen und weil wir weder sein noch denken können, wenn wir nicht essen. Und das zweite, das ebenso wichtig ist, kennt ihr alle auch. Futterdenne, scheiß drauf. Wenn ich in meinem Leben einen schwierigen Moment habe, schaue ich mich im Spiegel an und sage zu mir, Futterdenne, und es geht vorbei. Leider konnte ich dieses Lied zu meinen Lebzeiten nie vor Publikum singen, denn es wurde erst kurz vor meinem Tod auf CD veröffentlicht. Bud machte ein Zeichen, das Licht wechselte, die Melodie wurde eingespielt und Bud sang, «Se t'hanno rubato cuore, stai morendo d'amore, perché se ne aiuta con nato e te lassato solo, futtetenne, sind an me, futtetenne, sind an me, futtetenne.» Wenn das Herz sticht, vor Liebeskummer bricht, weil sie dich verlassen und dich allein gelassen, scheiß drauf, hör auf mich, scheiß drauf, hör auf mich, scheiß drauf.
Nach der ersten Strophe stand ich auf, schlich mich zur Verandatür und steckte, bevor ich ging, eine der signierten Autogrammkarten ein, die extra für die Hochzeitsgäste bereitstanden, und darauf stand Bud Spencer. Ti vuole fare col capitale, ma i tuoi amici hanno fregato. Una cosa va bene, una cosa va male. Ma poi, se nel mezzo del cammin della tua vita ti ritrovi in una selva oscura, allora. Futaten, siendami, futaten. Siéndame, futaten. Siéndame, futaten. Futaten. Siéndame, futaten. Siéndame, futaten. Siéndame, futaten. Siéndame, fútate. Siéndame, fútate. Ich hatte mir zweimal den Film Il Postino auf meinem Laptop angeschaut, aber Donato hat da noch immer nicht geklingelt. Der Film bietet klischierte Landschaften, Stereotype und oberflächliche Figuren, die Moral wird mit dem Vorschlaghammer vorgetragen, ein Film über ein Gedicht, das man nie hört. Und dann muss die Angebetete, ein Mädchen in den 50er Jahren in Süditalien, auch noch Beatrice heißen. Kann man alles kritisieren, schreckliches Machwerk. Und doch, der Film ist mehr als ein Film, wegen Massimo Troisi. Troisi spielt nicht, er ist. In der Schlüsselszene spricht Troisi in der Rolle des Postboten zu Philippe Noiret, der den Dichter Neruda verkörpert. Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, dann ist die ganze Welt mit dem Meer, dem Himmel, dem Regen, den Wolken. Jetzt kannst du und so weiter sagen, unterbricht Neruda. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Dann ist die ganze Welt die Metapher von etwas. Neruda schaut verblüfft, zögert. Ho detto una stronzata, sagt Mario. Scusi, Maestro. Ich habe eine Dummheit gesagt. Entschuldigen Sie, Maestro. Nein, nein, sagt Neruda, das ist keine Dummheit. Ich werde darüber nachdenken. Ich nehme jetzt ein Bad und morgen werde ich dir eine Antwort geben. Ich telefonierte in die Schweiz. Es war schon spät, doch zu meinem großen Trost ging meine Frau dran und ich konnte mich bei ihr darüber beklagen, dass Neruda sein Versprechen nicht eingehalten habe.
Aber Neruda hat dem Postboten doch ein Heft geschenkt für die Metaphern. Das war die Antwort, sagte sie verschlafen. Es hat immer geheißen, redete ich weiter, der Film sei abgedreht gewesen, als Massimo Troisi starb. Aber das stimmt nicht. Nur seine Szenen waren fertig. Die letzten Szenen des Films, wenn Neruda nach 5 Jahren zurückkommt, mussten sie noch drehen. Sie hätten die Arbeiten ständig unterbrechen müssen, weil sie nicht spielen konnten, hat Maria Grazia Cucinotta erzählt. Man sieht auch in diesen Szenen ganz deutlich Noirés gerötete Augen. Und weißt du, was Noiré in einem Interview gesagt hat? Troisi habe in diesem Film seine Seele gezeigt. Das ist viel mehr als Talent, als Genie. Es ist die absolute Hingabe. Le don de soi. Endlich, es war nach Mitternacht, klingelte Donato. Draußen war noch immer einiges los. Wir gingen zusammen von der Piazza Carità über das Bad Canapoli zur Piazza del Gesù und setzten uns auf den Sockel des Obelisken. Donato fragte, was mit mir los sei. Ich sagte ihm, es falle mir schwer, mir vorzustellen, dass Antonio einen Menschen getötet habe. Es sei beinahe, als hätte ich selber jemanden umgebracht. Er verstehe, was ich meine, antwortete Donato. Seine Biografie in einem fremden Leben zu suchen, ist kein harmloses Spiel. Er habe, als er sein Buch über das Erdbeben schrieb, festgestellt, wer erzählt, wer wirklich erzählt, kann nur über sich erzählen. Marcel Wies, Basso Salerno. Merci für mal. Merci.